Hey ho, Freitag, der 26. Ist ja auch wurscht. Wir haben es mittlerweile schon wieder 12.30 Uhr. Ich bin nur am Warten. Ich habe heute früh um 7:45 schon telefoniert, dass der Container geholt wird. Ich hoffe, dass der jetzt bald kommt. Ja, unser Loch, unsere Baustelle sieht mittlerweile so aus. Und ja, jetzt geht es dann weiter mit Wände verputzen. Also der Philipp hat mir jetzt vor ein paar Minuten geschrieben, dass er gleich ums Eck rumkommt. Also er müsste gleich da sein und dann geht's weiter. Ja, und ich würde mal sagen, später sage ich euch auch noch in dem Video, was für Nickelkote wir gekauft haben. Weil ich habe heute schon die Anzahlung rausgehauen. Also, es läuft, es geht weiter, ohne Unterbrechung, hoffe ich zumindest. Wenn das mit dem Hof abbaggern, ausgraben auch noch klappt, dass wir da dann eben gleich neu aufschottern können. Ja, ihr wisst ja. Der Nachbar, wenig Zeit, aber der hat halt einen kleinen Bagger und der wollte mir das dann halt auch noch machen. Ja, und da fährt der Philipp vor die Hütte. Gerade so rechtzeitig, dass ich nicht schneiden muss. Einfach genau passend im Anschluss an die Szene. Wunderbar. Du willst jetzt einen richtig schönen, leckeren, heißen Kaffee, habe ich gehört. Immer doch. Ja, genau, weil du Kaffee trinkst, gell? Natürlich. Warum gibt's denn bei dir keinen? Ja, und schon sind wir wieder im alten Muster drin. Schön ist. Hey! Klingt. Ja. Gut, er macht weiter. Dann lassen wir das so mal zu. Du also, weißt, Unkraut vergeht nicht. Ja, deswegen. Die Leute aus der Gruppe, WhatsApp-Gruppe, die werden wissen, was da gerade abgegangen ist. Leute, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der Container wird wieder geholt. Yippie! Sorry, bloß, dass er drauf bringt und kein Männchen macht. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Tja, Leute, scheiße war's. Wir haben wirklich überladen, viel zu viel überladen, keine Chance, ihn hochzubringen. Zweiter Container ist in Auftrag gegeben, der wird hinten hingestellt und dann müssen wir halt wieder umschaufeln. Hilft nichts. So, aber ich werde mich jetzt dann auch umziehen, damit Philipp da hinten nicht alles alleine machen muss. Ja, okay. Dann lege ich mal die Cam weg, ziehe mich um und dann geht's weiter. Ich habe die Klamotten von gestern einfach in der Badewanne ausgewaschen, hinten zum Trocknen aufgehängt. Also nicht wundern, wenn ich jetzt schon wieder dieselben Klamotten gleich anhab. Hui, jetzt haben wir aber ganz schnell Philipp sein Auto plus Anhänger rausgefahren. Warum? Service vom Fiesel. Naja, kostet halt extra, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Die bringen jetzt noch den zweiten Container, den stellen wir jetzt einfach hierher und ja, dann heißt es halt wieder shippen. So, jetzt haben wir halt den Hänger hier vorne stehen, müssen wir noch fertig abladen. Der jammert, weil die Stangen so heiß sind von der Sonne. Ja, ich muss halt dann gucken, dass wir den Container umladen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie weit wir kommen, dass das Klump spätestens dann Montag oder Dienstag wegkommt. Ja, Leute, wir waren jetzt gerade beim Shoppen.
Shopping Queen gemacht? Ja, einen Haufen Mörtelbatch geholt. Ja, so sieht man es, dass der Philipp nachher auch schön Mörtelbatchen kann. Also da warten wir jetzt auch wieder bis um 6:30, bis es da kühler wird. Und dann wird gebatcht. Wir werden jetzt dann erst einmal gemütlich das Zeug auf die Seite tun. Aber jetzt gibt es zuerst einmal original bayerische Burger. Sprich, eine gute Leberkässemmel. Das muss schon sein. Ein schöner Red Bull Kühlschrank. Aber wo hast du denn den her? Der ist mir heute zugeflogen. Am Philipp war meine Arbeit wieder nicht gut genug. Ja, wenn man es gescheit macht, dann brauchst du nicht nochmal was. Naja, da oben bin ich auch nicht hinkommen, war ja kein Gerüst da. Aber jetzt ist doch an. Ja, genau. Ja, während der da abdampft, bin ich mittlerweile schon dabei, hier von dem Scheißdreck in dem Scheißdreck zu schmeißen. Anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Naja, ein bisschen habe ich schon. Hilft ja nichts. Ja, hätte man drauf gehört, hätte man bloß halb voll gemacht, hätte man dann gleich holen lassen und wiederbringen lassen. Ja, ich weiß, ich weiß. Egal. So, Freunde. Ich werde jetzt hier dann sowieso als Mörtelmischmaschine missbraucht. Hab kurz noch am Handy ein paar Nachrichten beantwortet und in der Zeit batcht der da oben schon wieder verrückter. Ja, der Putz wird hart. Der Putz wird hart. Also ich denke, das sieht tausendmal besser aus, als wenn ich das machen würde. Nee, 1 Million mal besser. Weil ich hätte es eh bloß mit der Hand hingeschmiert. Ja, der Philipp macht das schon. Ja. Irgendwas muss ja gut sein. Ja, du musst mal sagen, wenn ich anrühren soll. Ja. Ansonsten steige ich in den Container und tu Steine schmeißen. Müssen wir aber ein bisschen dünner machen. Okay. Weil er zieht jetzt schon an. Okay. Gut, dass er die erste Ladung selber angemischt hat. Jetzt donnert und rumpelt es hier noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zum Pissen anfängt. Hast du schon wieder die Kerbe in der Hand? Natürlich. Ich brauche Putz. Ja, dann mach einen. ja, weil wenn es regnet, ist kacke. Hänger mit dem Mörtelbatch habe ich natürlich auf Zeit schon und das Dach. Und naja, jetzt haben wir Schatten, jetzt kann man wenigstens hier arbeiten. Da klettert schon wieder einer. Gut. Weiter geht's. Tja Leute, so eine Geweberolle habe ich noch gehabt, hat der Philipp gesagt, geil, verwendet er. Dann hat er hier noch solche Eckwinkel vorher beim Einkaufen mitgenommen. Naja, soll er das Zeug halt verbauen, ich habe keinen Plan davon. Gekauft, nicht mitgenommen. Hä? Gekauft, nicht mitgenommen. Ja, das kommt auf selbe drauf raus. Du hast mitgenommen, ich habe gezahlt, so soll es ja sein bei so einer Aktion. Ja. Naja. Wo kommt das Gewebe jetzt überall drüber? Also da du ja schnell haben wolltest, sonst müssten wir ja komplett alles neu verputzen, mache ich das genau jetzt hier rein, auch hier runter, weil da möchtest du ja eine Ablaufrinne haben fürs Wasser. Okay. Ich gehe hier über die Ecke und mache einfach hier die komplette Stufe runter. Okay. Und dann haben wir das auch. Mach einfach. Brauchst du demnächst wieder Putz oder darf ich wieder in meinen Müllcontainer schneisteigen? Ich habe ja Putz gemacht. Jetzt komme ich eigentlich erstmal alleine. Okay. Wenn dann schrei ich nach dir. Dann steige ich wieder in meinen Container und tue Bauschutzschaufeln. Ach, leck mich am Ärmel, hey. Hilft nichts. Das habt ihr gewiss schon 100 Mal gehört, aber hilft wirklich nichts. Zapperlott, so macht er das. Einfach die Matten damit neu und fertig. Tja, gelernt ist gelernt, würde ich sagen. Sehr schön. Die Ecke hat er ja das Ding neu geputzt. Da hat er schon ein bisschen verschmiert. Ich würde sagen, so sieht es ganz gut aus.
Ja, und so schaut es doch ganz gut aus. Hey Mann, wenn der das alles so schön macht, ist das geil. Ist das geil. Ja, sehr geil. Tja, und ich arme Schwein, zwischen Mörtel anmischen, bin ich immer wieder dabei, da Steine reinzuschmeißen. Hilft ja nix. So Leute, mittlerweile gleich 8:30. Nach einer kleinen Regenpause geht's hier jetzt schön weiter. Philipp benetzt erstmal die Wand und dann tut er da weiter verputzen. Das Viereck da sozusagen ist jetzt schon fertig, oder? Das ist fertig, ja. Es sei denn, du sagst, es gefällt dir nicht. Nö, also, ich würde sagen, das sieht soweit sehr gut aus. Tja, dann mach einfach weiter. Du machst es schon schön, korrekt, richtig. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Ich habe eh keinen Plan davon. Aber dafür kann ich hier ja bald ein Liedle singen vom Dreck schaufeln und schippen und Steine schmeißen. Ein paar Würstle, ein Toastbrot, ein bisschen Senf oder ein Ketchup und fertig ist das Essen für heute. Philipp, ich glaube, bei dem ganzen Scheiß kann man nicht so ein Video produzieren. Das müssen wir dann auf ein separates Wochenende verlegen. Oder wir machen es morgen. Ja, ich glaube nicht, dass wir morgen so weit kommen. Schauen wir mal. Ich rechne morgen. 8:45 mittlerweile. Geht fleißig weiter. Michi, ich brauch Putz. Schon wieder? Soll ich einen anmachen? Ah, hey, ich glaub, Putz. Das ist heute morgen früh. Wie du willst heute nicht mehr? Wollen schon, aber das ist viel zu dick. Ja, mach unten weiter. Ist mir wurscht. Jetzt ziehen wir noch den Sockel hin hier unten. Ja, irgendwie sowas. Also Leute, ihr seht, es geht was vorwärts. Jetzt gucken wir mal, wie lange er noch Bock hat. Wie lange ich noch Bock habe. Und entweder hole ich die Cam nachher nochmal und stelle Scheinwerfer auf, damit er was sieht beim Arbeiten. Tja, oder ich lasse es mit den Aufnahmen für heute gut sein. Wenn wir es gut sein lassen, bis morgen. Und ansonsten bis gleich. Ja, wie um 10 schon Feierabend machen wollen, Philipp. Weißt du? Reicht das für heute? Machen wir Feierabend. Leute, ich zeig's euch noch schnell. Also ich habe noch ein Lichtl aufgestellt. Er hat jetzt hier noch sauber runtergezogen. Achtung, stolpern. Ja, bin ich schon. Was soll denn das hier? Ich habe mich ein bisschen verewigt. Ja, also den Abgang, Übergang, die Kante hat er ein wenig gemacht und schon ein bisschen gemörtelbätscht. Und er hat keinen Bock mehr. Hey. Und genau so siehst du aus. Ich bin am Bobbes. Ich bin am Ende. Reicht für heute. Also Leute, dann definitiv bis morgen. Ciao.